Okay, ich Das machst du will sowieso etwas davon. erzählen über eine Möglichkeit, wie man ein Problem lösen kann, völlig unabhängig von Programmiersprachen. Ich habe mich heute nicht für EDEMAS entschieden, sondern für C++ und hoffen, dass mehr Leute dem theoretischen Argument folgen werden. Ja, und zwar, also das Ganze ist aufgeploppt Benutzt du die tatsächlich da bei einem schon oder Kunden, die was? dieses Problem hatten, aber das hat jetzt mit dem Kunden nichts zu tun. Alle Code sieht ganz anders aus und ist auch neu geschrieben und wie auch immer. Also, man hat häufig das Problem, man hat ereignisbasiertes Fortschreiten von irgendwie Dingen. Dinge sind typischerweise irgendwelche Business-Prozesse, ja? Also das kann im Prinzip alles sein, aber in so einer Firma gibt es alle möglichen Dinge, die irgendwie in so Prozessschritten vorangehen. Warte Manche mal, davon haben genau es sehr eilig, manche haben dieses es weniger eilig, Szenario. manche ist es überhaupt nicht eilig, aber im Vergleich zu der Geschwindigkeit, mit der Rechner arbeiten, ja, haben sie es im Wesentlichen überhaupt nicht eilig und es passiert eigentlich auch nichts. Also keine Ahnung, irgendwie ein Business-Prozess, in dem irgendwie 50 Leute etwas getan haben, ist absurd riesig. So. Typischerweise, wenn man irgendwie zum Software Engineering Prof geht, dann sagt er, ja, kein Problem, machen wir State Chart, irgendwas mit UML, dann ist das fertig. Und in der Tat, das kann man auch so machen. Ich hoffe, das kommt jetzt auch hier raus. Ja, wunderbar, dann sieht das Stagechart irgendwie so aus, wenn man ein ganz einfaches Problem hat oder noch viel schlimmer. Selber gemacht. Meine Erfahrung mit Stagecharts ist im Deswegen kannst Wesentlichen du die nicht setzen. das hier oben. Der Spaghetti-Code sieht dann eben auch aus wie Spaghetti. Ja, super. Ja, typischerweise hat man dann noch die Anforderung, dass man irgendwas serialisieren will. Also, dass man halt den Status von diesem Business-Ding liegt halt irgendwo rum so. Gerne irgendwie total ad hoc. Im schlechtesten Fall ist es irgendwie ein Int und man hofft, dass es irgendwo eine zentrale Definition gibt, welche Zahl was bedeutet. Im etwas besseren Fall ist das so eine Art Strukt über mehrere Datenbankfelder. Im richtig guten Fall gibt es irgendwo eine Tabelle, die sagt, was die verschiedenen Stati sind. Aber ich habe auch schon oft genug Business-Prozesse gesehen, die eigentlich sagen so, ja, nimm diese Row und wenn diese drei Felder diese Werte haben, dann kannst du folgenden Schritt machen und dann setzt du hier das Flag und später, wenn dieses Flag gesetzt ist, kannst du da drüben so, gibt es alles. Ja, jedenfalls, es wäre auch eigentlich eine coole Sache. Man könnte anstatt das mit den Stageshots zu machen oder noch schlimmer mit diesem Ad-Hoc-Geraffel Code schreiben, so, weil auch mein Computer ist im Prinzip eine State Machine mit sehr, sehr, sehr vielen States und es gibt einen Grund, weshalb ich die nicht mit Stageshots manage, sondern mit Code, weil nämlich einfach viel besser dazu geeignet ist, große strukturelle Gemeinsamkeiten in so einem State-Flow-Ding zu abstrahieren, vernünftig auszudrücken, dass man sie wieder verstehen kann. Ist an sich auch kein Problem. Es gibt, man kann einfach Prozesse machen, indem man irgendwie so Events schickt und dann machen die irgendwas. Oder wenn man ein bisschen weniger Heavyweight haben will, macht man halt Threads oder sogar eine Coroutine. Das große Problem ist, die Serialisierung ist normalerweise damit kaputt. Es gibt ziemlich wenig Laufzeitplattformen, die ohne Probleme einen Coroutine-Status serialisieren können oder gar ein ganzes Prozessimage. Also Lisp kann das, Elemas kann das, aber auch das ist ziemlich Heavyweight. Da will auch nicht irgendwie für so ein Business, der irgendwie einen 4-Megabyte-Blob-Heap irgendwo rumliegen haben, so um zu repräsentieren, dass der Management-Fuzzi dann nochmal anrufen soll. Das macht halt auch keinen Sinn. Einmal rausziehen und reinstecken. Ja, geht es nicht irgendwie anders? Okay, folgende Überlegung. Eine Coroutine ist ja im Prinzip Code, der in irgendeinem bestimmten Status hängt, sag ich mal. Status ist im Wesentlichen mal der Heap, wobei das normalerweise nicht das Problem ist, also ein Teil des Heaps zu serialisieren. Dafür gibt es normalerweise irgendwas, weil man irgendwie rekursiv da durchrennen kann. Aber dazu gehört halt auch ein Stack, an den kommt man meistens nicht so ganz einfach ran und halt irgendwie so Registerwerte. So, an die kommt man normalerweise bei den meisten Laufzeitumgebungen so gar nicht ran oder jedenfalls nicht auf eine Weise, die man auch nur vorsichtig standardkonform nennen könnte. Also klar kommt man an die Registerwerte ran, aber ja, dann kriegt man halt den Code Review nicht durch. Ja, aber der Status so einer Coroutine ergibt sich in fast jedem Fall und in diesen Business-Fällen eigentlich immer vollständig aus dem, was die Coroutine bisher an Eingabe und Ausgabe gemacht hat. Es ist normalerweise nicht der Fall, dass im Business-Prozess irgendwie steht, ja, dann zieh irgendwie ein Los und mach in 50% der Fälle das und selbst das könnte man, wenn man unbedingt möchte, als Eingabe darstellen. Sagt, okay, ziehe ein Los und erhalte quasi ein Ergebnis, kann man ja auch als Eingabe modellieren, dann hat man auch diese nicht-deterministische Sache da komplett raus. Ja, und dann kann man anstatt, dass man sich die Mühe macht, einen Coroutinen-Status in den Heap-Register und den ganzen Crap zu serialisieren, serialisiert man einfach den I/O-Fluss quasi. Man serialisiert das, was in die Coroutine reingegangen ist und was sie von ihrer Umwelt gesehen hat. Und wenn man diesen Status wieder erreichen will, dann replayt man das einfach und ist dann wieder genau da, wo man vorher auch war. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn man irgendwie 10.000 Input-Events hat, aber ein normaler Business-Prozess hat halt irgendwie wenig. Deshalb ist es für diesen Anwendungsfall überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist natürlich, wenn man beliebigen Code replayt, dann muss man aufpassen, dass man nicht, also dass halt das komplette Replay nicht wieder irgendwelche
Änderung macht, die man eigentlich schon gemacht hatte. So, es muss halt klar sein, dass das Replay nur dafür da ist, diesen Coroutine-Status wieder herzufrickeln und halt nicht die Umgebung nochmal beeinflusst, die man schon beeinflusst hatte. Offensichtlich. Ja, wie kann sowas sinnvollerweise aussehen? Oder erstmal schlechtes Beispiel. So sieht hart überzeichnet und ohne unnützen Crap eine typische und gar nicht mal so schlimme StateChart-Implementierung. Also wenn man es so einfach runtercodet, so typisches State. Ich habe hier irgendwie so ein Business-Objekt, das hat so ein State. So, okay, denn normalerweise ist es nicht ein Int, sondern etwas Komplexeres, damit man... ja, aber das ist hier nur ein Beispiel. So, und dann hat man halt irgendwie so ein Business-Prozess, der irgendwie, wo halt so Input-Dinge da reinfallen mit dem Business-Objekt, und das macht dann halt irgendwie so eine interne Business-Logik, die ist dann hier, die ist in diesem Fall ausreichend bescheuert. Aber selbst bei so einem total simplen, das ist ja ein lineares Stage, also wenn man mal genau hinguckt, aber das Problem ist, man muss halt auch genau hingucken, um das zu sehen. Das ist eigentlich überhaupt nicht hübsch. Sondern da steht halt so, ja, wenn du in diesem State bist und du kriegst dieses Ding, dann geh halt in diesen anderen State und ansonsten geh halt in einen Fehler-State und ja, so. Das ist halt, dieses Beispiel ist nun wirklich trivial und ich behaupte, selbst das ist nicht besonders übersichtlich. Ja. Okay. Funktioniert, wenn wir irgendwie, hab ich natürlich schon gemacht, so, top, funktioniert. Deshalb folgender Archivvorschlag. Das mal implementiert, was ich gerade erzählt habe. Dieser Code ist exakt identisch. Wir haben unser Business-Objekt, da geht so Zeug rein. Und unsere Business-Logik ist dieser Blob hier. Der bekommt, in diesem Fall ist es ein Iterator, deshalb habe ich den mal i genannt. Der könnte auch irgendwie, weiß ich nicht, die Input-Events heißen oder so. Aber ich bin meistens sehr faul. Und der liest jetzt einfach aus dem Iterator so den nächsten Input-Event und guckt halt, ob der passt. Und also uns sind ja Serialisierungspunkte in C++, also das hier ist der erste Event und der zweite, und wenn das alles passt, dann ist es eben World Domination, ansonsten war es halt wohl nichts. Das ist genau dieselbe Logik wie beim ersten Mal, bloß unendlich viel weniger Crap. Jetzt ist die Frage so, wie funktioniert das? Weil ich ja im Prinzip, wenn ich zum Beispiel hier sozusagen bin, sagen wir mal, ich habe die ersten beiden Events da reingetan, dann bin ich ja im Prinzip in dem Ding, was gerne eine Coroutine wäre, so am Ende dieser Zeile, sag ich mal. So, aber die Implementierung ist eigentlich konzeptionell ziemlich simpel. Input macht anstatt, dass es irgendwie den State ändert, pusht es einfach den Input-Event auf so die große Queue von allem, was passiert ist. Macht dann einen neuen Iterator, der vorne anfängt bei allen Events und führt die Business-Logik aus mit dem kompletten Event-Log von vorne. Und irgendwann ist das Log zu Ende, aber da kommt noch Business-Logik. Also so hier zum Beispiel, wenn ich meine ersten beiden Events getan habe, dann komme ich hier bei dem Stern i raus so und möchte eigentlich ein Event lesen, aber ist kein Event da. Jetzt muss ich diese Routine abbrechen. Weil hier geht es ja nicht weiter. Also schon mit 6 Volt, aber das ist nicht so cool. Also werfe ich an der richtigen Stelle, die kommt gleich, irgend so ein Ding, was ich wieder auffangen kann, um halt an der Stelle einfach die Execution zu boarden. Ja, und da hier oben ist nur so ein hässlicher Iterator-Wrapper. Der macht eigentlich nichts, außer das Log nochmal irgendwie aufzuheben und einen Iterator darüber zu machen. Fängt halt eine vorne an. Ja, wenn man plus plus macht, macht das plus plus. Okay. Ja, und wenn man halt dereferenziert, dann guckt es, ob es eigentlich 6 Volt machen möchte, und dann macht es lieber Incomplete Log. Und, und ansonsten, ja, es ist halt das, was drinsteht, ne? Ja, und das heißt, immer wenn ich ein Event da rein tue, fange ich quasi wieder mit dem erweiterten Event Log vorne an und laufe bis zur entsprechenden Stelle, schmeiße dann meine Exception, springe an der Stelle raus und guck, irgendwann. Ob das nächste ist. Das nächste kommt dann halt beim nächsten Input rein und starte wieder und so weiter, und irgendwann komme ich halt da an, oder wenn ich Crap, also andere Events reingetan habe, dann halt nicht. So. Genau wie beim ersten Stagechart auch. Hier sieht man die quadratische Laufzeit. Ja, genau, die ist richtig. Die ist halt richtig hübsch quadratisch, aber das ist halt bei normalen Business-Prozessen einfach so total egal. Ja. So. Natürlich, man kann immer davon ausgehen, dass man alles hintereinander komplett weg hat, ohne dass man überhaupt State. Genau, und ich kann jetzt noch ein bisschen zu verurteilen sagen, ja, okay, ich glaube mir wahrscheinlich, dass ich es auch getestet habe, funktioniert genauso. So, und nur um das nochmal zu verdeutlichen, dass das echte Coroutinen sind, habe ich das hier mal ein bisschen erweitert. Ja. Oder was heißt echt, aber das ist man benutzen an Coroutinen. Jetzt gibt es hier nicht mehr so eine Input-Event-Log, sondern es hat jetzt so ganz tolle Log-Entries. Die haben Input und Output. Ja, der Iterator hier macht genau dasselbe. Bis auf darauf, dass er den Input returnt, vom entsprechenden Log-Entry. Also die Logik wird gleich sein, entweder Input ist in String oder halt, wenn es keinen Input gibt, ist es halt leer, und Output ist halt normalerweise leer, außer die Coroutine hat den Output gemacht und es hat im Output-Log was drin. So. Kann man auch hübscher darstellen, aber das ist die einfachste Möglichkeit, das zum Laufen zu kriegen. Genau, es gibt eine neue Routine Output auf diesem Iterator. Die schreibt auch ein Log-Entry, und zwar ein Output-Log-Entry da rein. Und sagt danach Incomplete Log.
Also insbesondere bricht die Routine hier mal ab. Wie wir es benutzen, sehen wir gleich. Hier könnte man, wenn man wollte, noch gucken, wenn, also das ist der Fall, es gibt quasi schon den passenden Output-Entry im Log. Da könnte man jetzt prüfen, ob der auch wirklich ein Output-Entry ist oder etwas Komisches passiert ist. Das habe ich aber in der Minimalimplementierung hier mal ignoriert. So, und dann kann ich zum Beispiel so eine Coroutine schreiben. Die ist im Prinzip genauso wie vorher. Ich prüfe mal drei Input-Events und dann mache mal ein Output. Und an dieser Stelle hätte ich gerne die Semantik, dass meine Coroutine im Prinzip abgebrochen wird und mit seiner Außenwelt kommuniziert und außen kann ich den Output irgendwie einfangen und dann irgendwie was darauf denken und später meine Coroutine fortsetzen. Also konkret sowas hier. Wenn ich diesen Event da reinschicke, dann kriege ich halt irgendeinen Output und wenn der Output der erwartet ist, dann schicke ich weitere Events rein oder ich kann halt, hier könnte beliebige Außenweltimplementierung von irgendwelchen IO-Verhalten sein oder was auch immer ich haben möchte. Und im Prinzip in dem habe ich halt semantisch an dieser Stelle, wo das Output hier steht, diese Routine abgebrochen, den Kontrollfluss komplett hierhin verlagert, den Wert darüber geben, kann dann hier beliebige Berechnungen machen und dann hier mit weiteren Inputs die Coroutine oben fortsetzen. Ohne dass es in Wirklichkeit eine Coroutine gibt. Weil das hier ist eine ganz normale C++-Funktion. Bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwie komplexeren State habe, kann ich auch irgendwelche Unterfunktionen aufrufen. Ich kann eigentlich alles machen, was ich machen kann. Bis auf alle Exceptions fangen, inklusive meine Incomplete Log Exception, die müsste ich schon rethrown, weil sonst klappt das mit dem Abort nicht so gut. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige, was das kaputt machen kann. Das Schöne ist, funktioniert halt so in ziemlich jeder Programmiersprache, die Exceptions hat. Und kann man halt völlig unabhängig von der Sprache und davon, ob sie Coroutinen zur Verfügung stellt oder nicht, dafür benutzen, so Stateflow-artigen Kram vernünftig in Code zu wrappen, ohne sich dabei irgendwie in die Füße zu schießen. I like this. This was nice. Ja. Fragen sonst nicht? Ja. Danke.